Hier ist wieder der Testmischel von YouTube. In meinen folgenden Videos wollte ich euch mal nützliche Sachen vorstellen, die ihr prima auf Festivals benutzen könnt. Zum Beispiel das neunteilige Outdoor-Besteck, ein paar Festival-Einweg-Überschuhe. Hier hätten wir eine Gürteltasche und ein Erste-Hilfe-Set. Darf natürlich nicht fehlen, eine aufblasbare Gitarre und natürlich einen Bierdosenhalter in Gürtelform, um Heavy Metal Bier reinzutun. Dann hätten wir hier noch einen Regenponcho, versteckt in so einem kleinen Ball. Und damit euch die Sonne nicht so auf die Birne ballert, einen coolen Hut. Da wünsche ich mal viel Spaß mit dem folgenden Video jetzt. Heute wollte ich euch mal einen Festival-Feed vorstellen. Das ist ein Schuhüberzieher aus Plastik, der die Schuhe vor Nässe und Schmutz schützen soll. Der Festival-Feed kostet 8,07 Euro plus 1,15 Euro Versandkosten und den Link dazu, den findet ihr wie immer im Textfeld unter dem Video. Da klickt ihr einfach drauf und kommt direkt auf Amazon hin. Und jetzt stelle ich euch das Produkt mal vor. Und hier haben wir jetzt die Festival-Schuhe. So schaut die Verpackung aus. Und die Schuhe werden wir jetzt mal auspacken. Ja, das hier war in der Verpackung drin gewesen. Und so schaut dann ein Schuh zum Überziehen aus. Material zeige ich mal gerade. Das sieht dann so aus. Ja, ist so eine Art Plastik, würde ich mal behaupten. Hier oben haben wir so einen Gummizug. Und dann gibt es hier hinten noch, ja, zum Zubinden so zwei längere Bändel. Und jetzt wollen wir die Schuhe mal ausprobieren. Ja, Links-Rechts-Kennzeichnung gibt es nicht, weil die sehen ja alle beide gleich aus. Also man zieht das hier so auseinander, geht dann erst mit der Spitze rein und tut dann hier erst vorne so ein bisschen drüber ziehen. Weil dann hat man hier nachher an der Seite mehr Platz, um das hier dann so hochzuziehen. Und jetzt tut man eigentlich noch die Hose reinstecken, ungefähr so. Dann hier sind ja die beiden Bändel, die tut man hier nach vorne legen. Und dann kann man das dann hier, ja, verschnüren. Man sollte halt hier nicht zu fest ziehen, weil das ist ein bisschen elastisch, damit das besser hält. Und schon hat man seinen, ja, Schuh gut geschützt. Die Unterseite vom Schuh, die kommt mir nicht ganz so stabil vor. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich da schnell Steinchen durchdrücken, beziehungsweise dass das dann hier aufreißt. Deswegen nehme ich nachher mal Gewebeband und tu komplett die Unterseite mal abkleben und dann schauen wir mal, ob das die Stabilität dann verbessert. So, habe fertig. Und das Ganze schaut dann so von unten aus. Jetzt sind wir bei mir im Feld. Da sind viel Steine, viel Matsch, viel Hundekacke. Also alles, wo man jetzt mal prima diese Schuhschützer testen kann. Ich ziehe jetzt mal feinstes italienisches Leder an und dann gucken wir mal, ob die was taugen. Jo, die Schützer sind angelegt. Das hier ist der ganz normale, also da ist nichts drunter. Und das hier ist dann mein getapter. Und hier haben wir jetzt so Schotterweg. Da laufe ich jetzt mal so ein bisschen entlang mit den geilen Schuhschützern hier. Ja, ich würde sagen, um Festival, okay, da kann bestimmt auch Schotterweg sein. Deswegen wollte ich das mal ausprobieren, halt ob die Steinchen sich durch den Schuh dann durchdrücken. So, hier haben wir jetzt schon mal so ein bisschen, ja, Matschschnitt. Ja, da ist schon die erste Hundekacke. Aber hier, ja, hier hat der Bauer schon so ein bisschen umgegraben. Ah, hier ist noch ein bisschen Hasenkot, Hasenkötel. Und wo sind die Hundehaufen? Hi. So, da wollen wir natürlich auch rein. Hinein mit dir. Und ich habe doch eben irgendwo so dicke Haufen gesehen. Wo waren die denn? Dicke Kackhaufen. Wenn man sie braucht, ist keiner da. Doch, da ist einer. Zack, schön rein. Und irgendwo war noch ein anderer. Ich finde ihn jetzt aber nicht. Oh Menno.
Ja, ich finde gerade keinen Kack. Doch, da ist noch einer. Das war der andere gewesen. Da ist er. Bam! So, rein mit dir. So, da hinten sind so ein bisschen Pfützen. Da gehe ich jetzt mal gerade hin. Wir können ja mal laufen. Drücken sich die Steine noch besser in den Schuh rein. Pam! Pam! So, jetzt haben wir hier so ein bisschen Matsch. Ja, noch besser, da springe ich erstmal rein. Ja, war noch zu hart. Aber hier. So. Dann kann man die Kacke am Fuß jetzt auch wieder abwaschen. Yippie! Jo! Und jetzt gehen wir gerade noch dahin und dann gucken wir mal, wie die so gehalten haben. Hier gehe ich gerade noch durch. Und oh, hier ist noch gut Matsch. Jawohl. Gut. Das soll es doch jetzt schon mal gewesen sein. Doch, doch, ein Versuch noch. Und zwar hier ist richtiges Festival Matsch. Jawohl. Oh ja. Da will ich jetzt noch reinlaufen. Oh ja, oh, geil. Ja, so wollen wir das. Boah, jetzt bin ich aber ganz tief eingesunken hier. Und dann werden wir mal nach so richtig, gell? So, und jetzt gehen wir mal gerade vorne an die Straße und dann gucken wir uns die Schuhe mal an. Ja, jetzt muss ich die nur noch ausziehen. Die kommen gleich eh in die Tonne, weil mit Hundescheiße, da habe ich jetzt keine Lust. Ich zeige mal gerade, wie der so von der Seite aussieht. Also der ist schon richtig schön bematscht. Und ist was an meine feinsten italienischen Schuhe drangekommen. Bloß vorne anpacken. Ah. Und wie ihr seht, die sind sauber. Hier vorne ist ein ganz bisschen was dran. Aber im Großen und Ganzen sind die komplett sauber geblieben. Auf der Rückseite auch. Also tut der Schuh schon mal richtig gut vor Steinen, Dreck, Matsch und Hundescheiße gut schützen. Jetzt nehmen wir noch gerade den anderen hier. Ja, ist ein bisschen blöd, wenn man das mit einer Hand jetzt hier machen muss. Den ziehe ich jetzt gerade mal auch ab. So. Ja, hier sieht man auch, hier vorne ist ein bisschen was dran gekommen. Aber ansonsten ist der Schuh größtenteils sauber. Hier unten drunter ist ein bisschen feucht. Also sind die nicht zu 100% wasserdicht. Und jetzt mal gerade hier drunter gucken. Das hier war der getapte. Da ist eigentlich gar nichts passiert. Jetzt sind auch nichts eingerissen oder so. Und jetzt gucken wir mal gerade den anderen an. Bloß richtig anpacken. Der ist auch ganz geblieben. Also hier sind jetzt keine Risse und nichts drin. Heißt also, ja, man muss den noch nicht mal tapen. Der hält auch so. Jo, jetzt habe ich euch mal diese Überzieher gezeigt. Ich finde, ist eine richtig coole Sache. Könnt ihr prima eure feinsten Schuhe mit schützen. Und wer Interesse daran hat, den Link dazu im Textfeld unter dem Video. Klickt da drauf, kommt ihr direkt auf Amazon hin. Das war wieder der Testmischer von YouTube. Ihr könnt mich gerne abonnieren, dann verpasst ihr kein weiteres lustiges Video. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal.